In dem heutigen Video seht ihr, was passiert ist, als ich probiert habe, einen kleinen Brawl Stars YouTuber bei seinem ersten Rang 35 Brawler zu streamsnipen. Denn ich habe dann aus Versehen einfach einen anderen, sehr bekannten YouTuber tatsächlich aus Versehen gestreamsniped. Ja. Sind das die? Junge, das sind die. Oh mein Gott, das sind die. Oh mein Gott. Let's go. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis, alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Jo, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Mann, Leute, ich habe heute ein richtig geiles Video für euch vorbereitet. Und zwar habe ich heute in diesem Video insgesamt 2 YouTuber gestreamsniped, die beide nichts davon wussten. Ich würde sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Gebt jetzt schon mal gerne einen fetten Daumen nach oben, abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ich sowas vielleicht mal öfter machen soll, denn es gibt ja immer mal wieder ein paar YouTuber, die Brawler hochpushen. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum ersten YouTuber, den ich gestreamsniped habe. So, Freunde, jetzt haben wir einmal den guten Sean mit am Start. Hallo. Hallo, yo. Und Freunde, wir beide probieren jetzt auch noch mit dem guten Besha. Besha ist auch am Start. Moin. Hallo. Moin. Und wir werden jetzt gleich den guten Lukas snipen. Ich habe es gerade eben schon einmal erzählt. Der ist hier gerade bei, ich will mal gerade selber gucken. Lukas ist gerade bei 969 Pokalen. Das heißt, es fehlen nur noch knapp 30 Pokale, bis er dann den neuen Brawler Eve auf Rang 30 hat. Die spielen jetzt gerade Eliminierung zusammen mit Lev und mit Jan. Oh, okay, die sind jetzt fertig. Also jetzt läuft es nicht mehr irgendwie, Leute. Oh, warte mal, Moment. Genau. Ich danke für einen heftigen Support. Gönnt euch nochmal das Eve-Opening. Lukas! Ja. Hallo, wir sind gerade. Wir wollen euch gerade snipen. Jetzt chill mal. Ja, nee, jetzt ist vorbei. Hä? Nicht dein Ernst. Oh mein Gott, ich bin gerade mit Sean im Call. Wir wollten gerade in die Runde reingehen. Ja, wusste ich ja nicht. Oh, hä? Ich hab dir das doch gesagt. Ja, komm, jetzt machen noch 2 Runden. Wir facen euch eh instant. Ja, okay. Okay, ja, 6 von 6, das müssen die sein. Ja. Sind das die? Junge, das sind die. Der Lukas wollte gerade den Stream schon ausmachen, der Horst. Ich auch nicht. Das sind die. Ems ist Sean, Dings ist, Kevin! Was? Nee, eh nicht. Kevin und Sean. Okay, lass direkt spinnen, die wissen ja eh, dass wir das sind. Junge, so ein Otto, ey. So ein Otto. Ich glaube, der hat Gold an uns nicht. Ja, Alter, wie wir geschafft haben! WTF? What? Okay, lass mal zu denen im Call rübergehen, Jungs. Geht mal in Dings, ich move euch da rein. Ihr seid so lost. Ihr seid so lost. Ja, das kann doch echt nicht sein, Mann, dass ihr es instant schafft auch. Ja, hab ich doch gesagt. Sean ist halt bei 980. Aber ich glaube, die wollten Minus snipen. Ja, ich hab nicht gewusst, dass ihr das jetzt macht, Kevin. Doch, habe ich doch gesagt. Ja, Leute, ihr habt's gesehen. Lukas wollte gerade den Stream beenden. Also er war wirklich schon in der Abmoderation. Und wir haben es noch gerade so geschafft, ihn einfach zu streamsnipen. Kleine Spoiler, er hat es leider nicht geschafft, bisher seine Eve auf Rang 30 zu bringen. Er ist noch bei 955 Pokalen. Aber ich würde vermuten, dass er das noch probiert zu finishen. Aber Freunde, jetzt kommen wir tatsächlich zu einer anderen, unglaublich witzigen Sache, die mir passiert ist, als ich probiert habe, einen kleinen Brawl Stars YouTuber zu streamsnipen, der gerade seinen ersten Brawler auf Rang 35 gepusht hat. So, Freunde, wir haben es jetzt 2.17 Uhr am 5.2. und jetzt gerade sind tatsächlich beide am Pushen. Sowohl der gute Sean ist am Pushen, als auch Lukas. Sean ist jetzt aktuell bei 1236 Pokalen, also ist wirklich ganz kurz davor, seinen ersten Brawler auf Rang 35 zu machen. Wirklich ultra krass, schon mal GG für das Durchhaltevermögen bis hierhin. Braucht eigentlich irgendjemand, der hoch ist, Digga. Hallo, Martin? Wie geht's? Hab geschlafen bis jetzt.
Achso, oh moin, guten Morgen. Wie hoch ist dein höchster Brawler in Brawl Stars aktuell? 1050. Kannst du mit mir jemanden einen Free-Win gönnen? Okay, komm, Discord, bis gleich. Junge Märchen, man wird aufgeweckt wegen Brawl Stars. Ja, haben wir. Junge, ich küsse doch deinen Kopf, Martin. Martin? Hallo, na? Du warst der Erste, an den ich gedacht habe, Martin. Das ist doch eigentlich süß, oder nicht? Sei ehrlich. Ja, nur weil du wusstest, dass ich was gemacht habe. Nee, ich habe nicht mal geguckt. Ich hätte es ja euch dich ja gefragt. Ja, nein. Ich habe einfach nur an Martin gedacht. Das war mein erster Gedanke. Och, Digga. Warte mal. Was spielt Lukas nochmal? Was spielen die? Grom. Sind die das? Was spielen die? Hallo? Ja, Marcel. Ich wollte gerade. Marcel, guck! Scheiße, ich weiß es nicht. Dann geh in Call und frag die! Schneller! Das sind die safe. Also, Jan spielt eh safe. Schneller, schneller, Marcel! Ja, mach doch, frag jetzt! Sind die ja safe nicht? Ja, das sind die nicht. Ich hab gerade gefragt. Gegen wen spielen die? Draggy. Ah, die geben Freewin. Oh mein Gott. Oh. Dann denken jetzt wahrscheinlich, dass ihr das seid. Oh mein Gott. Digga, das kann doch nicht sein. Okay, ich glaub, ready? Ready? Ist, ja. Ready? Ja. Oh, 6 von 6. Das oh mein die. Gott, das sind die. Oh das. Mein Gott. Let's go. Digga, immerhin das schaffen wir es, Lukas zu facen. Okay, lass direkt spinnen, lass direkt spinnen. Nice. Lukas! Lukas! Oh mein Gott, ey. Ja, 1209. Junge Jan einfach mit 493 Pokal, ey. Warte mal, ich gehe mal bei Lukas in Call. Hallo! Moin! Moin, Kevin! Digga, das ist echt unglaublich, aber ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Cool. Ja, unnormal, ey, irre. Okay. Ja, GG, Lukas, dann viel Erfolg noch, würde ich sagen. Ja, Leute, es ist wirklich echt unglaublich witzig. Ihr seht, Sean hat es tatsächlich dann geschafft, auf Rang 35 zu kommen. Und es war wirklich so unglaublich knapp. Ich verstehe auch nicht, wie wir es nicht schaffen konnten, Sean da mal zu facen. Ist, wie gesagt, schon ein bisschen her. Das war irgendwann im Februar. Aber ich habe mir gedacht, ich habe die Aufnahmen noch und verwende die jetzt hier in diesem Video einfach. Und leider hat Lukas es auch hier nicht geschafft, seinen Brawler zu finishen. Auch sein Grom ist leider nur auf Rang 34. Naja, gut, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt unglaublich gerne einen fetten Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und schaut bei den Jungs vorbei, bei Lukas und bei Sean. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. You better believe it. Just take a bite.